Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder drei verrückte Telefonate in der Leitung. Zweimal die übliche Trading-Abzocke und zum Schluss haben wir wieder die Pillen-Hotline dran. Hier lasse ich mir eine richtig krasse Story einfallen, wofür ich die Pillen benutzen möchte. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass die das gar nicht interessiert. Auch wenn die hier viele Gesundheitsfragen stellen. Es interessiert die überhaupt gar nicht, wofür ich die Pillen eigentlich benutzen möchte. Tja, schauen wir mal. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung, mit welchen Unternehmen ihr es besser nicht zu tun haben solltet. Hallo, guten Abend. Herr, ja, was denn? Grüße Sie, Jasmin ist mein Name und ich melde mich wegen Ihrer Interesse an Onlinehandel. Aha. Sie haben eine Registrierung bei uns gemacht. Stimmt? Nee. Nein? Nee. So, vielleicht haben Sie es also vergessen, weil deswegen rufe ich Ihnen an. Aber okay. Ist ja höchst interessant. Sie fragt mich, ob das stimmt, ob ich mich da wirklich angemeldet habe. Ich sage ihr, nein, das stimmt nicht. Und sie sagt, vielleicht haben sie es ja nur vergessen. Aha, na wozu fragten die denn jetzt ja eigentlich, ob das stimmt, wenn sie danach doch sowieso einfach weitermacht in ihrem Skript? Das ist in letzter Zeit tatsächlich ziemlich auffällig. Die fragen in letzter Zeit, da muss ich irgendwas geändert haben bei denen. In letzter Zeit fragen die immer, ob das stimmt mit der Registration. Und immer, wenn man das Ganze hier an dieser Stelle verneint, dann sagen die doch, das stimmt. Dann ergibt die Frage keinen Sinn. Tja, aber was will man auch von solchen Leuten hier erwarten? Wissen Sie eigentlich, was ist Onlinehandel und wie es funktioniert? Nee. Nein, wissen Sie gar nicht. Und etwas im Internet gelesen vielleicht über Bitcoin oder über Kryptowährungen? Nee. Nein, niemals. Okay, dann. Nee. Okay, dann. Also, ich werde Ihnen erstmal erklären, wie das Ganze funktioniert, okay? Mhm. Und dann können wir weitermachen. Okay? Na dann. Also, wenn Sie diese Registrierung gemacht haben, ist automatisch eine Handelskonto für Sie geöffnet. Okay? Dieses Handelskonto ist wie eine Bankkonto. Aber bei diesem Handelskonto werden Sie handeln. Okay? Es ist sehr einfach. Sie können dort sich einloggen und dort schauen Sie den Betrag, was Sie investiert haben und Ihre Profite, weil Sie handeln, Sie investieren und Sie bekommen Profite von Ihren Investitionen. Okay? Und beim Business-Konto haben Sie eine Einzahlung und eine Auszahlungsoption. Bei der Einzahlungsoption können Sie investieren und bei dem Auszahlungsoption können Sie Ihr Profiten ganz einfach auszahlen. Okay? Mhm. Sie werden Ihr IBAN mit diesem Handelskonto verbinden und immer, wenn Sie eine Auszahlung machen, werden die Profiten auf Ihrem Bankkonto gesendet. Okay? Und da Sie keine Erfahrung und keine Ahnung an Onlinehandel haben, werden Sie einen Finanzberater in Verfügung haben. Der Finanzberater wird einen Finanzplan für Sie erstellen und den Software programmieren, so dass Sie Ihr Profiten erzielen können. Haben Sie mich bis jetzt verstanden? Nee. Und was haben Sie nicht verstanden? Habe ich vergessen. Okay, haben Sie vielleicht eine Frage bis jetzt? Nee. Okay, dann. Also, unsere Firma handelt mit der letzten Version von MetaTrader 5. MetaTrader 5 ist eine Handelsapplikation. Bei dieser Applikation können Sie schauen,
Handel läuft. Dort schauen Sie, wie viel Profiten Sie bekommen wöchentlich und monatlich. Weil Sie werden wöchentliche und monatliche Profiten bekommen. Okay? Mhm. Also, Sie können Ihr Konto erstmal mit dem mindesten Betrag sich aktivieren. Und in 2 Wochen werden Sie Ihr Profiten bekommen. Okay? In diesen 2 Wochen haben Sie auch die Möglichkeit, um unsere Firma zu testen und um zu schauen, wie das Ganze bei uns funktioniert. Okay? Mhm. Ja, und dann entscheiden Sie, ob Sie weitermachen möchten oder ob Sie Ihr Konto schließen möchten. Okay? Es ist Ihre Entscheidung, was Sie mit Ihrem Kapital machen. Wir sind hier nur, um Ihnen zu helfen und Ihnen zu informieren über Ihren nächsten Schritt. Okay? Oh. Haben Sie vielleicht Fragen bis jetzt? Tja, also mich würde hier an erster Stelle als Frage interessieren, ob die vielleicht auch mal vernünftiges Deutsch sprechen könnte. Also man muss sich hier immer wieder vor Augen halten, das ist eine angebliche Finanzberaterin vom Finanzmarkt, die von euch Geld haben möchte, um zu investieren. Aber das, was die sich da zurechtstammelt, ist nicht nur grammatikalischer Durchfall, sondern hat auch überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun. Die erzählen einem irgendeinen Quatsch und Blödsinn, aber Sinn ergibt das alles nicht. Hauptsache, die haben viel erzählt und viel Blabla von sich gegeben. Ja, man kann es ja nur noch als Verwirrungstaktik auslegen, was die sich hier zurechtstammeln. Der absolute Wahnsinn. Nee. Okay, dann sollen wir Ihr Konto aktivieren? Wozu? Also, wenn Sie einen Computer dort haben, kann ich Ihnen auf unsere Plattform sich einloggen, okay? Damit Sie jetzt alles, was ich bis jetzt gesagt habe, mit Ihren Augen schauen können. Okay? Okay. Mhm. Ja, haben Sie einen Computer in der Nähe? Nee. Und, oder einen Tablet vielleicht? Ich könnte vielleicht einen Kreidekasten holen. Was? Loch. Was können Sie holen? Loch. Nochmal bitte? Loch. Loch? Loch. Was meinen Sie, Herr Steiner? Labimmel, labommel. Hören Sie zu, Hurensohn, weil wir sind eine seriöse Firma und wir möchten auch seriöse Menschen arbeiten. Also nach dem Wort Hurensohn kommt das Wort seriös, sicher, wisst ihr? Ja, natürlich. Ja, ja. Es ist ein Wort, das Sie nicht kennen, okay? Ja. Und also, wir haben alle Ihre Daten hier auf unserem System. Ja. Wir werden alle diese Daten im Internet lassen, schön. Okay? Ja, ja, sehr schön. Jedermann ihr Name kennt und alles. Ja, und ja, wir werden auch eine Anzeige bei der Polizei machen. Sagte die Kakerlake am Telefon. Wir werden. Aber du hast Mundgeruch. Ist ja höchst interessant. Sie nennt mich Hurensohn und redet danach davon, dass sie ein seriöses Unternehmen ist? Läuft bei ihr nicht richtig. Dann redet sie davon, dass sie irgendeine Anzeige machen möchte, währenddessen aber sie mich beleidigt? Also wer kann jetzt wen anzeigen? Ich glaube, sie hat ja wohl eher weniger Möglichkeiten oder Grund, irgendjemanden überhaupt anzuzeigen, denn sie ist ja hier letztendlich die Kriminelle, die den Quatsch da verzapft. Ich find's absolut wahnsinnig. Wie können die sich noch selbst für seriös befinden und wie können die sich noch selbst irgendwie, ja, keine Ahnung, für ernst nehmen? Die beleidigt, redet dann davon, dass sie seriös ist. Also sie beleidigt aufs Tiefste, redet dann davon, dass sie seriös ist und im gleichen Atemzug will sie dann eine Anzeige machen, weil ich ja so ein schlechter Kunde bin. Aber gleichzeitig macht sie sich schon wieder strafbar, indem sie erzählt, sie will meine Daten überall im Internet verteilen und überall verbreiten und ich werde ganz viele Anrufe bekommen. Also kann dem noch irgendjemand folgen? Wo ist denn da jetzt die Logik? Also vor allem danach noch zu erwähnen, dass sie eine Anzeige machen wird, ja? Nachdem sie mich beleidigt hat und nachdem sie erzählt hat, dass sie überall meine Daten verteilen wird.
Also es ist schon absolut fragwürdig, ob bei diesen Leuten da überhaupt noch das Gehirn teilweise überhaupt nur funktioniert. Weil bei dem Gestammel, was die da von sich gibt, und auf einmal kann sie plötzlich flüssig reden oder was, nachdem sie merkt, dass ich sie veralber? Es ist ja komisch. Also die ganze Zeit gibt sie nur irgendeinen Blödsinn von sich und sobald man zu erkennen gibt, dass das hier nichts mehr wird, kann sie auf einmal flüssig reden. Und dann hat sie ganz viele Beleidigungen und weiß ganz viel, was sie zu sagen hat. Es ist ja wirklich absolut höchst interessant, was da für Leute sitzen. Tja, und nochmal, das sind die Leute vom Finanzmarkt, die euch irgendwelche Trading-Produkte verkaufen wollen und die von einer angeblich seriösen Bank anrufen wollen. Tja, also ich weiß nicht, aber das klingt eher nach Hagelschaden. Ja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Hallo. Hallo, guten Tag, Herr Fula. Ja. Ich bin Eli Roy von Finanzmonitoring-Abteilung von CryptoSoft. Herr Fula, Sie haben Interesse geäußert, auf dem Finanzmarkt zu handeln, stimmt? Wo denn? Wann denn? Also das war vor einem Monat. Am 19. Dezember, Sie haben Interesse geäußert, auf dem Finanzmarkt zu handeln. Ist das richtig, ja? So, habe ich mal irgendwann was angeklickt, ja. Okay, wie gesagt, Herr Fula, mein Name und Nachname ist Eli Roy. Ich bin Ihre Kontomanagerin. Und Sie haben schon bei uns Handelskonto, Herr Fula, das bedeutet, unter Ihrem Name und Nachname auf unserer Plattform steht Ihre Handelskonto, okay? Also mit Onlinehandel, Sie können Geld verdienen. Also, wenn Sie haben keine Erfahrung, stimmt? So, weiß ich nicht, also kennen das ja alles nicht. Also, es geht Onlinehandel und Sie haben keine Investition auf den Finanzmarkt. Ist das richtig, ja? Okay, wenn Sie haben keine Erfahrung, Herr Fula, das ist kein Problem, weil Sie bekommen von unserer Seite professionelle Finanzexperten, okay? Also, das bedeutet, Sie werden nicht allein auf dem Finanzmarkt sein. Ihre Finanzexpert ist immer dabei und Ihre Finanzexpert macht alles für Sie automatisch. Also das bedeutet, Herr Fula, Sie brauchen keine Zeit am Computer sitzen und Finanzmarkt analysieren, okay? Ihre Finanzexpert arbeitet für Sie automatisch. Haben Sie alles verstanden, ja? Nicht so richtig, ne? Okay. Haben Sie alles verstanden, oder? Nicht so richtig. Also was meinen Sie? Also wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fragen Sie mir bitte. Sie haben schon Handelskonto, aber Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiv. Sie haben keine Investition auf unserer Plattform. Es gibt 0 Euro auf Ihrem Handelskonto. Okay? Wie bitte? Wie komme ich denn zu dem Konto? Also, Sie bekommen nach der Aktivation Zugangsdaten von mir, Herr Fula. Okay? Also, Sie bezahlen gar nicht. Wie bitte? Wo kommt das Konto her? Weil ich kenne Ihren Firmennamen ja gar nicht. Also, Sie bekommen per E-Mail von unserer Seite Zugangsdaten. Ja, bitte. Sagen Sie mir bitte, Herr Fula. Was denn? Was soll ich denn sagen? Also schauen Sie bitte, wie gesagt, Sie haben schon bei uns Handelskonto, aber zurzeit auf Ihrem Handelskonto, es gibt 0 Euro, okay? Und natürlich, Handelskonto. Es geht Onlinehandel. Sie können auf den Finanzmarkt mit Kryptowährungen, mit Aktien, mit Indizien, mit Rohstoffen und mit Forex handeln. Und wie komme ich zu diesem Konto? Wo kommt denn das her? Sie bekommen Ihre Zugangsdaten per E-Mail. Damit Sie können Ihre Handelskonto und Ihr Geld überprüfen. Haben also Sie das verstanden? Ich habe kein Konto. Sie haben schon Konto. Und wo kommt das her? Sie haben Ihre Daten auf unsere Werbung hintergelassen. Und Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiv. Wie bitte? Ich versuche das jetzt mal zu rekonstruieren. Ich habe in der Werbung habe ich jetzt meine Daten hinterlassen. Und Sie haben dann daraufhin ein Konto für mich erstellt. Also Sie haben Ihre Daten auf unsere Werbung hintergelassen. Okay? Ich bekomme Ihre Daten automatisch. Und unter Ihrem Namen und Nachname auf unserer Plattform steht Ihr Handelskonto. Ihr Handelskonto gehört Ihnen. Wie kommt das dahin, wenn ich mich in der Werbung angemeldet habe? Das verstehe ich noch nicht so richtig. Also das ist unsere Werbung. Unsere Werbung lautet, Moment bitte. Also die Frage war ja nicht, wie Ihre Werbung lautet, sondern die Frage war ja, wie das sein kann, wenn ich mich angeblich bei irgendeiner Werbung eingetragen habe, wie daraus automatisch ein Konto entstehen kann. Denn Werbung bleibt ja erstmal Werbung.
und nicht automatisch gleich Vertragsabschluss mit einem darauffolgenden Konto. Es ist schon irgendwie krass, wie die das ganze System hier aufbauen. Tja, ich weiß nicht, warum da Menschen drauf reinfallen, aber es gibt leider viel zu viele Menschen, die hier tatsächlich ihr Geld investieren in genau solche Firmen. Die Zahlen, die sind da wirklich ganz, ganz bitterböse. Tja, und vor allem die hier, die könnte definitiv auch in einem anderen Callcenter arbeiten und nicht an einer angeblichen Finanzhotline, sondern wohl eher bei irgendwas mit Erotik, was diese Domina-Stimme hier angeht. Ich weiß es nicht. Die ist ja wirklich sehr bestimmend und sehr fordernd, habe ich das Gefühl. Naja gut, lassen wir sie mal weitermachen. Besser wird's aber auf jeden Fall nicht. Unsere Werbung lautet Cryptosoft. Das ist unsere Werbung, okay? Ja. Und natürlich auch diese Werbung, sie können keine Positionen öffnen, ja? Weil das ist nur Werbung. Ja, und da haben Sie denn ein Konto erstellt? Sie haben schon Konto bei uns. Ja, das haben Sie denn erstellt, oder wie? Ja, genau, Sie haben schon bei uns Handelskonto und wir können jetzt zusammen Ihre Handelskonto aktivieren mit 250 Euro, das ist Minimum auf dem Finanzmarkt. Ja, also sie wiederholt ihre Straftat nochmal wortwörtlich. Sie haben die Daten in der Werbung eingegeben, also ich habe die Daten in einer Werbung eingetragen und die haben daraufhin dann einfach ein Konto erstellt. Und jetzt muss ich das Konto mit 250 Euro aktivieren. Ist ja irgendwie schon wahnsinnig, wie die denken, wie das funktionieren soll. Also die erklärt uns ja jetzt hier sogar, dass das Ganze strafbar ist. So wie sie uns das hier beschreibt, ist das nichts anderes als eine Straftat, weil man kann ja nicht einfach irgendwelche Daten irgendwo hernehmen und damit einfach ein Konto erstellen, um dann einfach so die Kunden anzurufen und zu sagen, so jetzt muss man da 250 Euro drauf aufladen, damit das dann aktiviert ist. Schon eine interessante Story. Und damit sie können alles ausprobieren, alles schauen mit ihren eigenen Augen, wie es funktioniert. Ja, haben Sie es verstanden, ja? Euro probiere ich nicht aus. Haben Sie es verstanden, ja? Nö, nicht so richtig. Was haben Sie nicht verstanden? Sagen Sie mir bitte. Ja, das alles irgendwie. Sie haben Handelskonto. Haben Sie verstanden? Ja, das habe ich jetzt verstanden, ja. Aber wie und Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiv. Haben Sie verstanden, ja? Ich habe verstanden, was Sie sagen, aber ich verstehe den Zusammenhang nicht. Also was haben Sie nicht verstanden? Ich habe nicht verstanden. Na, den Zusammenhang. Wie bitte? Im Zusammenhang. Tja, und wenn diese nette Kasperbirne nicht einfach immer ständig dazwischen sabbern würde, was einen ja wirklich zur Weißglut bringt, man ist noch nicht fertig mit Erzählen und die labert und labert und labert und labert. Das ist wahrscheinlich das Geschäftsmodell von denen. Die angeblichen Kunden totquatschen oder bewusstlos quatschen, damit sie einfach das Geld überweisen. Und das kann hier tatsächlich auch eine Art von Taktik sein. Nun stellt mal vor, ihr bekommt von solchen Anrufen permanent Telefonterror nach Hause. Da kann es schon durchaus sein, dass der ein oder andere Geld überweist, damit die endlich ihre Klappe da halten und nicht mehr nerven. Das Problem ist, wenn ihr da Geld überwiesen habt, dann ändert sich das Ganze nicht. Die rufen trotzdem weiter an. Im schlimmsten Fall sogar erst recht deswegen, weil die ja wissen, dass sie hier ein leichtes Opfer und leichte Beute gefunden haben. Also wie gesagt, Cryptosoft, das ist nur Werbung, okay? Mhm. Im Internet. Und Cryptosoft, das ist unsere Werbung. Ja. Sie haben Ihre Vorname, Ihre Nachname, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse auf unsere Werbung hintergelassen. Das bedeutet, Sie haben schon automatisch Handelskonto. Haben Sie alles verstanden, ja? Nee, das habe ich eben nicht so richtig verstanden, wie das funktioniert, dass man da, wenn man sich in der Werbung einträgt, automatisch ein Konto eröffnet. Das klingt komisch. Also, aber Ihre Handelskonto ist noch nicht aktiv. Ja, aber mich wundert es halt, wie aus einer Werbung automatisch ein Konto entstehen kann. Das kapiere ich halt nicht. Also wenn Sie Ihre Daten auf unsere Werbung hintergelassen, das bedeutet, Sie haben schon automatisch Handelskonto. Meine ich. Aha. Also nutzen Sie dann einfach irgendwelche Daten aus einer Werbung, um dann ein Konto zu eröffnen? Also Sie können mit Ihrer E-Mail-Adresse thomas.pula@zeichen mccfan.de. Mhm. Damit Sie können Ihre Handelskonto überprüfen. Mhm. Haben Sie verstanden? Nee. Und das ist Frage, Herr Fuller, haben Sie Interesse mit Onlinehandel?
Nee, ich denke nicht, weil das klingt komisch. Okay, tschüss, schönen Tag noch. Ja, den wünsche ich mir auch. Naja, auch mal selten, dass sie dann noch Tschüss und schönen Tag noch sagen. Normalerweise legen die ja jetzt hier wortlos auf und reden gar nicht erst mehr weiter. Ja, also das sind die Finanztypen, die euch anrufen, wenn ihr bei Höhle der Löwen oder Bitcoin-System oder ja, sonstigen komischen, unseriösen Webseiten eure Daten eintragt. Ja, das Schlimme ist, es hört dann auch nicht mehr auf, sobald die Daten dort einmal eingetragen wurden. Aber es ist schon verrückt. Die nehmen die Daten aus einer Werbung und sagen so, jetzt haben sie hier ein Konto. Ist schon absolut stark, wie man das auch nur im Ansatz für seriös befinden kann. Ja, aber es scheint ja leider zu funktionieren und, tja, weiß ich nicht. Ich finde da kaum Worte für. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Gesprächspartner, den ich euch noch mitgebracht habe. Hier geht's mal wieder um die netten Tabletten, die wir da haben. Tja, dieses ganz unseriöse Zeug, was man da so bestellen kann. Und vor allem die Story, die ich der netten Mitarbeiterin jetzt hier erzähle, die sorgt auf jeden Fall für richtig extreme Zahnschmerzen. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Anna von Firma Shop Online. Mit dem Namen Leon Spritzschlüpfer ist eine Anfrage gestellt für das Produkt Cystonette. Lustigerweise stimmt hier von Anfang an schon nicht mal mehr der Firmenname. Auch dieser ist falsch. Shop Online heißt die Webseite überhaupt nicht, auf der ich mich da registriert habe. Es ist irgendwas anderes, aber tja. Hören wir mal weiter. Genau. Also, darf ich nach Ihrem Alter fragen, Herr, damit ich Sie besser beraten kann? Nö. Haben Sie unsere Produkte ausprobiert? Nee. Noch nicht. Also, welche Probleme haben Sie, Herr? Haben Sie Schmerzen, Wasserlassen? Ich wollte einfach nur die Tabletten da haben. Okay, Herr. Ich werde Ihnen weiter erklären, wie das funktioniert, hä? Okay? Also wir sprechen über ein Naturprodukt mit Biokomponenten und das garantiert keine Nebenwirkungen, also keine Jojo-Effekte. Haben Sie das auch schon mal ausprobiert? Bitte? Haben Sie das auch schon mal ausprobiert? Ich? Diese Cystonette, ja. Also das ist, Herr, das ist, wenn Sie Probleme mit dem Wasserlassen haben, wenn Sie Probleme mit dem Prostatitis haben, Herr, wenn Sie haben Schmerzen oder Wasserlassen. Ja, haben Sie das auch schon mal ausprobiert? Also, wir haben dieses Produkt, ja, habe ich, und wir haben dieses Produkt, also momentan, das ist 85% erfolgt. Ach, gut. Diese Cystonette. Mhm. 85% erfolgt momentan. Alles unsere Kunden sehr zufrieden sind mit dem Ergebnis und ich bin mir sicher, dass Sie sehr zufrieden sein werden auch, hä? Denke. Also, Herr, das ist Tabletten, nehmen Sie 2 am Tag. Morgens eine und abends eine. Für einen Zeitraum einen Monat bis zu 2 Monaten zu verwenden. Wenn ich das mit dem Kochtopf unterrühre, wie viel brauche ich denn da? Ja. Wenn ich das beim Essen mit beimengen möchte. Ja, natürlich können Sie das auch so machen, kein Problem. Also einmal morgens, einmal abends. Wenn ich für 10 Personen koche, muss ich 10 Pillen reinschmeißen, oder? Für 10 Personen? Muss ich denn auch 10 Tabletten reinschmeißen, ja? Oder reicht denn da eine? Also, die komplette Programm für den ganze Familie, also die komplette Programm, das ist also mit 4 Packungen plus 2 gratis. Ja. 4 Packungen plus 2 gratis, 6 Packungen, das wäre, jeden Paket kostet 49 Euro, das wissen Sie ja schon. Ja. Und das wäre die komplette Programm 196 Euro, okay? Okay. Also, damit ich schicke das Paket, brauche ich Ihre richtige Adresse, wo Sie wohnen, Ihre Postleitzahl, Herr? Braunschweiger Straße 77 in 12055 Berlin. 77? Welche Hausnummer? Braunschweiger Straße, Hausnummer? 77. Ja. Wo ist das? In Berlin. Also, die Postleitzahl? 12055. Okay. Also, Herr? Sie profitieren als Dankeschön, als herzlicher Willkommen, ein Paket mehr dazu mit dieser Cystonette. Mit 20 Euro. Ja. Damit Sie maximalen Effekt zu erreichen und nicht wieder bei uns bestellen, okay? Ja. Und das wäre insgesamt 216 Euro.
Ja. Ich wollte ganz kurz informieren für unser neues Produkt, das heißt Xynogen-Tabletten für Kilo zum Abnehmen. Haben Sie vielleicht Interesse dafür? Ja, das können wir auch gebrauchen. Da schick mal gleich ein paar Packungen mit, die schmeiße ich da mit rein. In den Topf. Okay, ich schicke eine dazu, das wäre 236 Euro. Das Paket wird per Kreditkarte zu bezahlen, hä? Also ich erzähle dieser netten Dame, dass ich das hier ins Essen mit beimischen möchte. Und dass ich da auch gleich für 10 Personen was in den Topf schmeißen möchte. Das interessiert die überhaupt gar nicht. Die macht einfach weiter in ihrem Skript und fragt gar nicht nach, was ich da jetzt genau anstellen möchte mit diesen Tabletten. Das spielt da dem Anschein nach überhaupt gar keine Rolle. Die will einfach nur, wie die anderen Betrüger, einfach nur Geld machen. Egal um welchen Preis. Egal um was es da geht. Und egal, was der Kunde da im Nachhinein mit anstellen will. Das hört sich auf jeden Fall nicht seriös an, wenn ich hier erzähle, ich will das alles in den Kochtopf schmeißen und an 10 Leute verfüttern. Schon irgendwie Wahnsinn. Wozu sind denn dann eigentlich die ganzen Gesundheitsfragen, die die hier ringsrum stellen? Macht ja überhaupt gar keinen Sinn, wenn es denn ja am Ende doch gar nicht darum geht, um irgendwelche Gesundheitssachen. Tja, das soll ja einfach nur wieder Seriosität vorgaukeln und dass ihr möglichst viele Schachteln kauft. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man nicht auf der Website bestellen kann, sondern auf der Webseite nur seinen Namen und seine Telefonnummer eingibt, auf Weiter klickt, dann denkt man, man kommt jetzt erstmal weiter in einem Shopsystem und kann dann online bestellen. Nee, stattdessen bekommt ihr eine Maske, wo steht, dass ihr in 10 Minuten angerufen werdet. Und dann habt ihr solche Leute am Apparat, die euch hier gleich massenweise irgendwelche anderen Tabletten noch zusätzlich mitverkaufen wollen. Eine Master- oder Visa-Karte muss sein. Also, wie lautet Ihre Handynummer? Wie bitte? Ich habe gar keine Kreditkartennummer. Keine Master- oder Visa? Also eine Master- oder Visa-Karte brauchen aber Sie. Ich auf der Webseite stand ja auch Vorkasse. Per Nachname an der Tür. Ja, also, was steht auf dem Briefkasten, wo Sie wohnen? Na, der Name, der da ist. Das steht da. Welcher Name? Na, mein Name steht da drauf. Okay, wiederholen Sie nochmal. Na, den Sie da haben, ist doch richtig. Haben Sie mich doch angesprochen. Leon. Das ist der Vorname, ja, genau. Also Vorname steht an der Tür? Ja, nee, der Nachname steht an der Tür. An der Klingel. Nachname. Ja, den haben Sie ja da. Den haben Sie ja eingangs erwähnt. Schlupfer. Genau. Und an den Klingeln, was steht? Na, auch. An der Tür? Na, auch. Auch. Steht da so. Okay. Ja. Okay, ich gebe Ihnen jetzt unsere Kundenservice-Nummer, damit Sie kostenlos kontaktieren. Wenn Sie Frage haben später, schreiben Sie das auf, bitte. Brauche ich die denn? Ich dachte, das steht denn da in den Unterlagen. Ich schicke auch dazu mit dem Paket. Ja, ja? Dann brauche ich die. Also 049. Okay, dann ich schicke dazu. Mache ich eine kurze Zusammenfassung. Also mit dem Leon. Ja. Spritzschlupfer. Habe ich gesprochen. Ihre Bestellung kommt in 2 bis 4 Tage. Ja. Bei Ihrer Adresse. Ja. Per Post, per DHL. Ja. In dem Postleitzahl 12055, die Land Deutschland, die Stadt Berlin, die Straße Braunschweiger, Straße Hausnummer 77. Ja. Zahlen Sie das per Nachname beim Abholung. Auf dem Briefkasten steht Spritzschlupfer. Ja, genau. Und an der Tür, an den Klingeln auch steht Spritzschlupfer. Ja. Also ich schicke die volle Programm mit dem Zystonete, also 6 Packungen plus eine Paket mehr als Promotion dazu, also 7 Packungen Zystonet und eine Paket Xynogen für Kilo zum Abnehmen. Am Endepreis die 236 Euro. Sind Sie damit einverstanden, Herr? Ja, und das kann ich dann einfach mit bei zum Beispiel in so eine Suppe mit reinmachen, ja? Ja, können Sie das auch so machen. Genau, dann machen wir das so. Okay. Ja. Also Herr, ich bedanke mich für Ihre nette Gespräch, für Ihre Zeit. Ja. Und wünsche Ihnen einen schönen Tag und Wiederhören. Tschüss. Der absolute Wahnsinn. Hauptsache, die schicken ihre Tabletten zu. Ohne Wenn und Aber. Ja. Es ist schon beeindruckend, was es für verschiedene Betrugsmaschen gibt. Und wie man euch das Geld aus der Tasche ziehen möchte. Hier ist auch wieder auffällig, dass diese nette Dame ja irgendwie wieder exakt genau diesen gleichen Slang und Akzent hat wie die Trading-Betrüger, die wir hier eigentlich sonst in der Leitung haben. Tja, besser wird das wohl alles nicht mehr. Einfach nur absolut unterirdisch, traurig und schade, dass es sowas überhaupt auf unserer Welt gibt. Tja, von daher teilt gerne die Videos mit all euren Verwandten, Bekannten, Freunden und allen, die ihr so kennt.
damit jeder über solche Betrugsmaschen eben auch aufgeklärt ist und niemand aus eurem Umfeld auf sowas reinfällt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Wenn ihr mögt, ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Schaut auch da gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.